Bildungstüchler. Gottes Willen. Marc, Hilfe. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade. Mit dabei haben wir heute den Boxermarschierer Paul, Marc, Ron und den Uwe. Hallo. 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 Moin. Moin. Gar kein Moin. Bock. Moin. Doch, gar kein Bock. Ey, das ist doch so Jugendsprache, nicht so gar kein. Oder ja, woher kommt das? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe es im Feldversuch öfter gehört von Ansgar und Randy. Ja, woher kommt das? Ich weiß es keine nicht. Keine Ahnung. Diese Jugendsprache, da blickst du eh. Aber ich habe das tatsächlich auch von Ansgar, habe ich das. Ja, der das so. Der will jetzt einen auf Jugendlich machen. Da braucht er erst mal einen Kamm dafür. Hat er gesagt. Auch das ist richtig. Ich mache hier nochmal eine Querbahn rein, Uwe. Ich kotze hier im Strahl. Boah, ist das Gras hier schon gewachsen, ey. Ach so, ja. Einlagern die Kartoffeln oder verkaufen? Das ist nicht verkaufen, das ist nicht unsere. Also, Mission. Mission. Was macht denn unser Kartoffelkönig, der Uwe? Hör mal, der Uwe, muss man sagen, der Uwe hat ja letzte Woche ein bisschen gefailt mit der Auswahl der Miete. Oder beziehungsweise mit der Auswahl der Geräte. Hat jetzt aber offline mit dem Paul, habe ich gehört, zusammen so ein bisschen was wieder gut gemacht. Nacheinander, aber ja. Ja. Wir haben uns bemüht, schon mal vorzuarbeiten. Also sehr die 1 schön. Ist fertig, die 43 ist fertig, die 6 sehen wir ja gerade, was noch steht. Und dann kommt noch die 8, glaube ich, ne? Die wird aber auch nochmal lustig. Die ist nochmal so viel Fläche. Ja, die hat leider knapp 10 Hektar. Ja. Aber wir verdienen richtig viel Kohle damit. Ja, Boxe? Ja, ist gut. Jetzt sag's doch, Boxe, komm. Nein. Jetzt lass da raus. Boxe. Nein. Sei doch nicht immer so schüchtern. Ich unche und schüchtern? Ah. Ja. Nee, passt jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Zu früh am Abend, oder? Ist zu früh. Ist keiner heute am Naschen? Was ist los mit euch, Jungs? Ich hab noch Pizza hier. Spürt er mich jedes Mal. Ach, ich auch. Wow. Du musst einfach nicht fragen, das wäre besser. Es ist Healthy Week. Was heißt das? Gesunde Woche. Soll ich mal anfangen, was ich hier rumstehen hab? Ich hab hier gerade eine Pringles-Dose, Alter. Alter, was? Rice Fusion Japanese Barbecue Teriyaki. Gesundheit, Alter, ist das geil. Gesundheit, ich bräuchte übrigens einen Abfahrer. Die schmecken echt geil. Steht da noch ein Fan drum, oder? Irgendwas mache ich falsch. Ja. Wieso, was machst du falsch? Was ich immer höre, was ihr alles rumstehen habt. Also Jungs, ist es nicht noch ein Schreibtisch bei euch? Das ist ja wie die zweite Küche, wenn ich das so höre. Nein, alles wird immer wieder weggeräumt. Achso. Eins nach dem anderen. Gab's denn bei dir schon Weihnachtszeug, Werner? Nee, noch nicht. Hey, wir haben September, hallo? Ich find's lustig, Marc. Das hast du uns in der Holzaufnahme auch schon gefragt. Ja, ich weiß. Ich hatte Paul auch schon gefragt. Hat deine Frau angefangen zu backen schon, Marc? Nee, noch nicht. Hallo, ich komm zu dir. Uwe, du bist halt voll im Weg, ne? Ja, ich wollte eigentlich mich abtanken. Dachte gerade, ich nehme dich jetzt auch noch schnell mit. Dann komm mal mit. Gut, aber wenn du so... Nee, dann... Die Ignoranz ist real, ey. Nee, ich hab noch... Hättest du noch kurz gewartet, ne? Aber das... Nee. Ich muss dir ja gestehen, so. Warten ist gar nicht so meine Stärke. Ja, das musst du nicht gestehen, das weiß jeder. Das ja. Wir hatten für diese Woche schon abgezahlt, ne? Unseren Kredit. Ja. Ich glaube, ja. Cool. Wollen wir die Zeit auch mal laufen lassen? Frag nur. Ach so. Magst du für einen Freund oder wie? Auch das, ja. Ich bin doch aus Abend drin. Warum? Egal was ist, ich war's nicht. Warte, ich riech's. So. Das Problem war, ich hatte vorhin den extra Timescale Mod drin, dass ich Zeit auf Null stellen kann, wenn ich offline arbeite. Achso, ja gut. Und hab den rausgeschmissen, aber die Zeit war immer noch auf Null. Deswegen war es jetzt gerade so. Paul, ich hab gehört, du hast Urlaub. Ja, schauen wir mal, wie lange, aber ja, theoretisch schon. Hast du Urlaub auf Abruf oder wie läuft das bei dir? Ja, also so in die Richtung. Es sind noch so ein paar brisante Sachen auf den Baustellen, die man machen muss und ich habe zum Chef gesagt, bevor ich da jetzt 2 Tage lang jemand einweist, wie und was ich das haben will, komme ich einfach schnell für 2 Stunden und mache das. Gefährlich. Ich habe da keinen Bock drauf. Du hast nie anbieten. Ja, ich weiß. Ich habe es schon des Öfteren gemerkt. Aber ich kann das nicht haben. Vor allem kann ich auch keinen gemütlichen Urlaub machen, wenn ich die ganze Zeit dran denken muss. Scheiße, das musst du noch machen.
Von daher, ja, man wird sehen. Naja. Da ist es wieder. Wenn mir das jetzt hier angezeigt, ich gebe das jetzt einfach hin. Der Ron hat immer ein Lied auf den Lippen. Oh ja. Yeah. Ich singe ein Lied für dich. Ron, hast du eigentlich unseren Kochstream hochgeladen? Nee, du hast auf YouTube gestreamt, ne? Jo. Ich habe mir den jetzt mal von Twitch runtergezogen, werde den mal hochladen. Ich bin heute noch beim Putzen. Warum? Nein, Quatsch. Nein. War alles gut so. Du hast gesagt, die Küche kommt raus am Montag. Oh. Hallo, nicht zuhören. Ich hab ein Problem. Dürfen wir drüber reden, oder ist es... Mit der Küche, oder? Nee, warte. Mir ist so ein Baum im Weg gehüpft. Plötzlich war er da. Schwierig. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank, spielen wir nicht mehr realistisch. Meine Güte. Also hier. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich eine Folge sehe, denke ich mir, Gott sei Dank. Uwe, ich glaube, das ist voll. Echt? Hast du das voll gemacht? Ja, vielleicht. Jo. Marc, könntest du den Fendt abfahren, der hier am Feld 6 steht? Gerade schlecht, ich bin gerade Richtung Feld 4 unterwegs. Heute ja. Ist Marc der Abfahrer. Ich wollte gerade sagen, Marc, machst du heute unseren Stappenbach, Paul? Warum ist der bei euch der Abfahrer? Achso, warte, doch. Stappenbach, ich spiele ja auch mit. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, Moment. Aber da musst du zugeben, der will das aber auch machen. Ja, alles gut, hör mal, ich, ne? Er macht's aber auch super. Geil. Ich bin jetzt öfter gefragt worden, beziehungsweise stand es öfter in den Kommentaren, Marc, warum du nicht immer dabei bist. Ja, warum bin ich nicht immer dabei? Weil ich nicht immer Zeit habe. Später am Abend, früh morgens aufstehen. Richtig, später am Abend, früh morgens aufstehen. Passt nicht immer ganz. Zum Beispiel heute ist Simon nicht dabei und Jörgi auch nicht. Also es ist halt, ne? Die Leute. Richtig, und heute passt es mal von der Uhrzeit her, dass ich mal mitmachen kann. Deswegen. Zwei andere fehlen, jetzt brauchen wir heute einen, der nachrückt. Da muss halt einer die Arbeit für zwei machen. Wir können weiter, wenn du willst. Jo! Ich glaube, jetzt einfach schon wieder fast voll, ne? Ja, es sind ja auch, ne? Der Rübenroder ist abartig. Vor allem, das ist ja mega. Wie viel gibt denn die Mission? 100.000 war das, ne? Nicht ganz. Nee. Das ist derselbe Abladepunkt, ne, bei den Rüben. 80.000. Ja. Der ist scheiße. Der ist gar nicht so schlecht, das ist ein schön großer Trigger. Ja, aber schön versteckt im letzten Eck, ey. Ja, mit einem schönen Bogen reinfahren, abkippen, rückwärts reinschieben, rausfahren. Ah ja, genau. Ganz entspannt. Ja, ja, richtig. Sag mir Bescheid, wenn du in der Nähe bist. Ich zeig dir. Ist wie mit dem Drehschirm rückwärts fahren, genau. Habe ich dir heute schon mal gesagt, das ist ganz einfach. Ja, komm, Paul, vergiss es einfach. Ihr werdet keine Freunde mehr, habe ich schon gesehen. Das reicht, wenn wir Feinde sind. Alles gut. Schön. Dieser Optimismus. Ja, ne? Jetzt fahr doch zurück, du Dreck. Ja, gut, alles gut. Ich mag die nicht, Uwe. Was denn? Diese grimme Vollernte. Ja, willkommen in meiner Welt. Ich hab ihn auch die Stunden hier verflucht. Aber irgendwann, ne? Also ich rauf runter geht mit denen ganz gut. Was fährst du denn hier eigentlich? Seinen Kurs. Warum? Warte mal schön. Ja, aber dein Kurs lässt immer 8 Reihen stehen, oder wie? Nee, du musst nur einen anderen Winkel nehmen. Nee, du fährst hier einen Kurs, eine Bahn und dann drehst du 5 Bahnen später wieder rein. Ja, genau. Ah ja. War das so programmiert? Richtig. Vollautomatisch. Ich könnte jetzt duschen gehen. Wenn ich wieder komme, bin ich fertig. Also. Ah ja. Er dreht auch automatisch? Natürlich. Cool. Früher ging das mal. Kannst du das auch einstellen? Nein. Ja, für Feld 8 vorteilhaft. Ja. Ich sehe schon die Kommentare. Wo gibt's die Version? Wo gibt's die Version? Brauche ich langsam Abfahrer? Marc, warum stehst du? Es wäre vielleicht mal von Vorteil, wenn jemand anfangen würde, Feld 10 und Feld 30 zu bearbeiten. Weil dann könnte es nämlich wieder wachsen. Naja, ich glaube, es gibt momentan niemanden, der rumsteht und nichts macht.
Ich meine, bevor wir die Mission jetzt durchpressen. Was? Die geben uns viel Geld. Ja, aber die Mission können wir auch easy nebenher machen. Also? Ja, wenn der Ron keinen Bock mehr hat, kann man das mal machen, ja. Was? Ich hab keine Zeit, ich bin ja Zuckerrüben ernten, hallo? Oh, ich bin voll. Hast du mal das Feld gesehen? Ich bin ja ganz alleine. Ja, es gibt nur einen hier, dem ich das zutrauen würde, das bist du. Na, niemals. Oh. Vertrau nicht mal ich mehr. Also. Hallo? Was? Besser geht ja gar nicht. Also, hab ich mal einen Tiger im Tank? Hast du? Aber nicht übermütig werden jetzt, ne? Niemals. Wo ist denn der Knollen, Kalle? Kann da jemand? Ganz unten links. Ach, warum frage ich ihn auch so blöd? Ja, okay. Oh, abgestorben. Das huppelt aber ganz schön rum. Warum? Weiß ja, das wackelt wie Sau. Das ist wackelt der Ernte auch so hier? Das hat Uwe doch schon mal festgestellt auf der Staffel. Schlimme Gedanken, ja. Alles eine Seefahrt, die ist ja super. Wir haben ein Problem. Du bist voll und der Abfahrer weg. Da steht ein MAN mitten auf der Straße, voll beladen. Wo ist Mark denn? Zuckerrüben. Weiß ich nicht. Du musst nach unten, Werner, und dann gleich rechts. Ach, ich habe einen Baum gefunden. Ach, du... Okay. Ist das ein Missionsfend, ja, ne? Ja. Ja. Boah, Alter. Pass auf, da schwimmt ein bisschen. Ach, hör auf, ne? Also, das habe ich ja... Ich meine ja nur. ...gar nicht rausgefunden. Du. Vielleicht hat der immer eine Panne? Ich glaube einfach, der Fahrer macht einen Powernap. Ich glaube auch. Ein Leben haben die Fahrer heutzutage. Das ist eine Katastrophe, du. Mitten auf der Straße, ne? Oder mitten auf der Straße. Vielleicht muss er gerade die gesetzlich vorgeschriebene Pause machen. Ne, nicht mal einen Blinker hat er an. Nicht mal einen Blinker, dann ramme ich ihn weg. Uwe, schon wieder? Ja, was denn? Ich will schon nur abtanken, ich habe gerade nichts zu tun. Das ist schon das zweite Mal heute, dass du in meinem Unimog sitzt. Ja. So langsam wird es eine schlechte Angewohnheit. Haben wir nicht heute noch gesagt in der Stappenbach, es wird heute nochmal passieren? Ja, ja. Ich werde nächstes Mal versuchen, habt ihr einen Unimog auf der Holzer? Ich weiß es gerade nicht. Nein. Simon und Hobbs haben sogar zwei. Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Könnt ihr nochmal kaufen? Bist du eigentlich informiert? Nein. Ich merk's. Ist mir egal, was da rundherum passiert. Ey! Alter Falter, aber die Bremsen, ne, die könntest du mal wieder ein bisschen warten lassen. Das stand sogar in dem Update drin, dass die Bremsen leichter eingestellt wurden, dass er nicht so im Eisen steht. Aber leichter und nicht mehr existent, ne? Ey, du musst überlegen, wie viel Liter du hinten drin hast. Das sind Sojabohnen, die sind ein bisschen schwerer. Ja, ich höre davon. Hm? Mark ist wieder da. Mark hat den Hund aus dem Zimmer geschmissen und seine Frau verdroschen. Was? Er fährt. Alter Schwede, bin voll in der Tanne gefahren jetzt. Sag mal, bist du gerade aus deinem Flepper Nein, tu's nicht. Nein, oh Gott, nein. Oh nein. Was ist jetzt schon wieder los? Jetzt haben wir aber sowas von ein Problem. Jojo? Wo bist denn du hingefahren? Marc, lässt du mich gleich mal ganz kurz rein? Dann zeige ich dir, wie man den super abkippen kann. Wo, war das nicht hinter dem Haus hier? Ja. Ganz hinten. Ganz hinten, ne? Am Maprand. Bei diesen Containern. Ah, bin ich richtig. Genau da. Also ich mach's immer so, ich fahre ganz links rum. Jetzt müsste ich nur wissen, was ist. Das sind Kartoffeln. Alles ist gut. Egal. Scheißegal, das ist ein großer Trigger. Einen großen Kreis fahren. Ah, ich kann abladen. Redet Marc nicht mehr mit uns? Weiß ich nicht. Okay. Er fährt auch einfach hinter dir rein. Ist ein gewagter Versuch auf alle Fälle. Ja, sehr, sehr gewagt, muss man hoppala sagen. Vielleicht spielt ja auch Max seine Frau. Das kann sein. Trotzdem ist gar nicht. Kommt. Da wäre der Sohnemann wahrscheinlicher. Und die Uhrzeit ist. Ja, gut. Hat denn die Schule wieder begonnen bei euch? Nein. Hab ich die Klinge? Nein. Hier ja. Nächste Woche? Nee, übernächste Woche. Ich erst. 2. Septemberwoche, glaube ich.
Ja, mein Name muss wieder am 14., glaube ich. Ja, 2. Septemberwoche. So irgendwie, ne? Gut, aber für heute lassen wir es erstmal gut sein. Liebe Leute, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.